eigentlich schon mal gesehen, wie die Jumpscares von Rainbow Friends aussehen? Wir haben alle getestet und sind sogar mit dem Kart Richtung Orange Schrein gefahren in seiner Höhle. Und Leute, einige Jumpscares und was ich da rausgefunden habe, wird euch umhauen. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt. Ich wünsche euch viel Spaß im Video. Kuss, wir gehen rein und let's go. Wollen wir vielleicht mal testen, was für Jumpscares wir heute haben? Wollen wir die Jumpscares einfach mal testen von den ganzen Kreaturen? Habt ihr Bock drauf? Wollen wir mal gucken, was die Jumpscares so machen? Weil wollten wir ja gestern eigentlich. Ja? Okay, machen wir. Okay, wir sind drin, Leute. Es geht rein. Psst. Ganz cool bleiben. Hört ihr schon? Sehr wild. Wir sind drin. Ich würde mal gucken, dass wir die Hinweise für den Secret Code auf jeden Fall nochmal irgendwie nebenbei collecten. Aber werden natürlich jetzt erstmal der Mission nachgehen, dass wir die Jumpscares testen. Ich würde sagen, dann voten wir einfach, dass wir direkt reinkommen. Ne? Das sollte dann passen. Dann schauen wir mal. Okay, wir sind drin. Der Secret Code, Leute, der ist unsere eine Mission. Aber wir müssen natürlich auch die andere Mission prüfen. Lass mich einmal gucken. No, not working, need fix. Okay, das Ding muss repariert werden. Also, Leute, wir testen die Jumpscares aus. Wir gehen jetzt mal alle Jumpscares durch. Müssen natürlich halt auch entsprechend bis in die nächsten Runden zocken, bis Zieren und so weiter kommt. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mal als erstes mit ganz entspanntem Jumpscare an. Wir können uns ja auch immer wieder beleben. Und ich sammle nebenbei natürlich auch die Lampen ein, damit wir halt auch natürlich vorankommen. Ich glaube halt, dass wir die meisten Runden eh zocken können. Also mit Wiederbelebung und so weiter. Ich habe ja auch genügend Robux am Start. Das müsste eigentlich hinhauen. So, Lampen finden wir auch super schnell. Ich kenne mich auf der Map ja mittlerweile auch gut aus. Wer hat gestern die ganze Zeit durchgezockt, Leute? Ich habe gesehen, ne? Einige auf meiner Friendlist von der Community, die waren gestern so hart im Grind. Ihr habt so viel Rainbow Friends gespielt, habe ich richtig gefeiert, Mann. Oh, was ist das? Wenn ich mich hier reinsetze? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Junge! Blue läuft da gerade vorbei. Digga, das könnte ein kritischer Moment werden. Ah! Ich bin safe. Ich bin hier safe. Okay. Wir gehen weiter. Ich gebe das Licht. Ich gebe erstmal die Lichter ab. Dann gehen wir mal unterwegs. Lassen uns mal essen von denen. Ich würde natürlich gerne auch mal irgendwie, weiß ich nicht, hat jemand Bock, Versuchsobjekt zu sein? Hat jemand Robux? Bobby, Digga, hättest du Bock drauf, Digga, reinzukommen? Du hast auch, glaube ich, 9K auf der Bank, ne? Dass du vielleicht mal irgendwie auch die Jumpscares triggerst, damit ich mir mal angucken kann, was da passiert. Dann können wir die so aus zwei. Oh Gott, Leute. Da ist er. Blue. Oh Gott, Blue, ich will eigentlich nicht, dass du mich isst, aber, Digga, ich muss für die Community. Und das war's. Ich bin gestorben, man kennt's. Das ist genauso wie aus der ersten Folge, sag ich mal. Respawn kostet 10 Diamanten. Das ist noch günstig, Leute. Was ist das hier? Achso, das ist das Loch. Okay, ja, gehen wir mal einfach rein. Werden die eine oder andere Lampe hier noch mitnehmen. Lasst uns mal so ein bisschen ausschalten nach Secrets. Was ist hier hinter eigentlich? Das wissen wir noch gar nicht. Könnt natürlich mal probieren, mich wieder so ein bisschen durch die Map zu hacken. Damit wir halt so diese Secret Spots abchecken können. Das würde ich aber machen, wenn ich wieder zu Hause bin, Leute. Bobby, ja, okay. Alles klar, Bobby, hau dich Discord. Ich komme gleich rein und dann move ich dich runter. Okay? Dann können wir das nämlich nochmal irgendwie so nebenbei ganz schnell erledigen. Leute, wollt ihr sehen, wie das auch aussieht, wenn jemand anderes gegessen wird? Bobby, ich würde natürlich die Robux, die du dafür ausgibst, sagst du mir nachher Bescheid, was es gekostet hat, würde ich natürlich für dich dann auch ersetzen, Bruder. Das soll keine Eigenleistung werden, ne? Das mache ich natürlich, Bruder. Also ganz entspannt. Ich sammle ein paar Lichter ein. Okay, dann holen wir Bobby kurz rein. Warte kurz. Muss einmal Discord gehen. Lass uns ein bisschen durchziehen, Bro. Ich habe heute noch ordentlich Programm. Kommst du? Alle Mengen nacheinander eintippen. Könnte natürlich eine Idee sein. Wir müssen da, denke ich mal... Oh, Bobby! Bobby, das könnte dein Moment sein. Bruder, lass dich snacken. Ich gucke hinter der Mauer, Leute. Wie sieht's aus? Guckt es euch an. Einfach auseinandergerissen. Alter Schwede. Bro, habt ihr es gesehen, Leute? Das war auf jeden Fall schon mal der erste Jumpscare-Moment. Jetzt gehen wir natürlich auch mal zu Green, gucken uns den an. Dann werden wir Yellow sehen. Und vor allem Purple bin ich auch sehr, sehr gespannt. Bobby, hast du dich wiederbelebt? Wo bist du? Ah, perfekt. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu Green, mein Bester. Bevor wir dann gleich zu Purple rüber rushen. Okay. Kommst mit? Alright.
Ich sammle mal die Lampen nebenbei ein. Ich würde natürlich auch gerne mal sehen, wie das aussieht, wenn ich jetzt gleich gefressen werde, Leute. Ich würde sagen, die Lampen, die sind jetzt erstmal egal. Wir lassen uns jetzt beide mal vom Purple holen. Erst er. Oh Gott. Irgendjemand hat mich entdeckt. Bobby slidet hier lang. Oh je. Oder komm. Wir müssen schnell zu Purple. Die Leute wollen was sehen. Sie wollen die Jumpscares sehen. Oh Gott, hört euch dieses Stampfen an. Blue geht nicht in seine Castle, er hat kein Interesse. Wir können uns wieder ruhig bewegen, Bruder. Rein. Wo ist Green? Ich habe Green eben gehört, komm mal mit. Green war hier. Ich habe ihn steppen hören. Da unten. Da unten ist er, Leute. Wir gehen direkt zu Green. Mach dich ready, Bobby. Einmal du, einmal ich. Let's go. Erst Bobby und dann ich, Leute. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Bobby, lass dich holen, Digga. Rein! Digga, vertrau mir! Junge, guck, wie ihm der Kopf abgerissen wird. Nein, er wird gegessen. Absolut RIP. Leute, was soll ich sagen? Für die Community! Green, warte kurz. Ich muss einmal ganz kurz, Digga. Einmal ganz kurz. Green, Bruder. Warte doch mal. Green. Bleib mal stehen. Oh Gott. Ich habe ihn angefurzt, Leute. Let's go. Lol. Als ob. Bruder, Matrix. Matrix. Weißt du, ich mein? Ist das lustig? Was wäre, wenn ich unter seinem Arm durchgehe? Tatsächlich. Kann ich unter ihm durchgehen? Nein, ich probiere es gar nicht erst. Leute, tatsächlich, ich kann mich einfach durchmogeln. Oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall gut gemacht. Kann ich unter ihm durchgehen? Nein, hab nicht. Oh, Green. Bitte. Okay, das war auf jeden Fall gerade sehr interessant. Ich bin gestorben. Ich respawn. Okay, Bobby, lass treffen. Bobby, lass treffen. Vor Purple Slayer, okay? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich bin schon da, Brudi. Ah, schlecht. Gerade Blue macht ein bisschen Stress, Brudi. Ich gehe mit Kiste direkt hier runter. Hier ist einfach nur eine Kiste unterm Schreibtisch. Aufentspannt. Chillig bleiben. Wo ist Bobby? Bobby, Bruder, da ist er. Okay, Bobby. Also, wir gehen reinkommen. Let's go. Ich bin gespannt, was passiert, wenn er gegessen wird. Mach, wie du denkst. Oh, habt ihr gesehen? Er wird nach unten gezogen. Was ist das denn? Leute, krass. Okay, ich bin der Nächste. Oh, Digga, ich habe schon ein bisschen Angst, ne? Kann man ihn outfarmen? Kann man ihn, also ist man schneller? Das checken wir einmal. Definitiv bin ich schneller, würde ich sagen. Definitiv. Okay, Leute, es geht los. Purple! Okay, krasser Jumpscare, muss ich schon sagen. Das war auf jeden Fall ganz, ganz wild, Leute. Bobby, wir müssen jetzt die Map machen. Lass aufteilen, Bruder. Wir machen jetzt schnell die Lampen alle rein. Okay. Wie ist so in Spanien, Denno? Ich habe noch nicht so viel von Spanien gesehen. Wir sind erstmal angekommen. Ich hatte Flugverspätung, 6 Stunden. War sehr anstrengend. Dann habe ich erst mit meinem Bres und so hier ein bisschen gechillt. Heute kommen die Letzten. Also heute kommen noch ein paar Kollegen her. Und die hole ich später vom Flughafen ab, deswegen streame ich heute auch ein bisschen früher. Und dann werden wir natürlich auch viel von Spanien erkunden, weil wir halt auf der Ecke Malaga sind da so, ne? Und ich wollte schon immer nach Malaga, Leute. Auch erstmal dickes Küsschen an euch, ihr ermöglicht mir sowas überhaupt. Auch, dass meine Bres und so alle dann da sind, ne? Und eine gute Zeit haben und so weiter. Muss man schon sagen, muss man schon sagen. So, ich habe ein paar Lampen zurückgebracht, 10 Stück, Brudi. Wer denkst du es besser, Purple oder Yellow? Ich weiß nicht, was Yellow kann. Ich würde aber pauschal sagen, so vom eigenen Geschmack her finde ich Purple halt ziemlich nice. Auch, ich weiß nicht, ob ihr die Rainbow Friends Films mal gesehen habt. Ich habe ja so Filme darüber gemacht, ne? Da hat mir Purple richtig gut gefallen, Leute. War das knapp. Alter Schwede. Okay. Die Lampen sind eingesammelt. Die Lampen sind eingesammelt. Ganz entspannt. Hier ist auch noch eine. Gut. Bobby, ich habe 2 Lampen gefunden. 2 Stück. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar finden. Bin ich zu spät? Nein, keiner ist zu spät. Macht euch keine Sorgen, genießt den Stream einfach.
Du bist der beste YouTuber. Vielen, vielen Dank, Nick. Dankeschön. Kuss geht raus. Oh, er hat Lampen installiert. Wir haben 20 Stück, Brody. Wir müssen noch 5 sammeln. Ich würde sagen, ich gehe mal. Ich nehme mal, glaube ich, Leute, die Rail. Die Rail ist auch so nice. Die Zipline, Leute. Guck mal, ne? Wie geil ist das bitte? Also die Mechanik mit der Zipline, richtig krass. Es ist eine auf der Brücke, Bobby. Eine Lampe ist noch auf der Brücke, wo du vorhin die ganze Zeit im Karton warst. Da ist auf jeden Fall noch eine. Gehen wir ein bisschen weiter. Vielleicht könnten wir... Ja, wo ist denn? Vielleicht in Purple Slayer, Leute. Da könnte auf jeden Fall auch noch was sein. Wie lange bist du noch in Spanien? Noch über eine Woche. Über eine Woche noch. Ich mache großen Urlaub, deswegen streame ich auch von hier. Ich habe auch einfach Bock. Okay, da hinten ist die gelbe Lampe. Ich habe 2 Stück, Bobby. Eine ist noch auf Brücke, Brudi. Wir nehmen die mit. Wir gehen einmal hier rum, moven ihn kurz aus, ganz entspannt weiter und es geht rein. Sehr gut. So. Und hoch. Ist hier eine beim Kart? Hm. Noch nichts gesehen. Oh, ich habe noch eine. 3 Lampen, Bruder. Du musst nur noch eine mitbringen. Wir sind dann durch. Let's go. Lampe raus. Jetzt, Leute, machen wir mal Shop auf. Oh, Junge, was ist denn Nightwatch? Voll cool. Man kann die Kiste sich kaufen. Wir werden sie aber ziehen, Leute. Ich bin mir sicher. Der Birthday Cake, er war so nah dran, Mann. Oh, 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 oh. Okay, wir machen nochmal auf. Let's go. Irgendwas? Der Birthday Cake wäre einfach zu wild. Ah, da war Nightwatch. Leute, oh, ich will das Ding unbedingt haben. Der Nightwatch, zu krass. Wieder CSGO Opening. Wer kennt ihn nicht? Oh, schon wieder. Alter, ist das Scam, Leute. Die Boxen sind ja richtig Scam heute. Ekelhaft. Ich muss auch noch genügend Diamanten da haben, falls wir gleich drauf... Ja, let's go, da haben wir noch Nightwatch. Auch mal wichtig gewesen. Wie sieht das Ding aus? Boah, Junge, geile Kiste auf jeden Fall. Nice. So ist es nämlich, Leute. Weißt du, was für Shop? Für 7000, ich habe sogar gespart. Ich habe nur 400 ausgegeben und habe das Ding gezogen. Ne? Das mit einem Effekt wäre natürlich auch noch richtig wild. Ich würde so Schattenpartikel feiern. Oh, Lasertag ist eine. Oh Gott. Okay, Leute, wir haben jetzt ein bisschen das Problem, dass Blue jetzt kommt. Ich habe die Lampe eingesammelt. Wir verstecken uns kurz und geben jetzt einmal ab. Bobby, ich habe die letzte Lampe. Alles entspannt. Ich grüße keine Leute. Einfach so, Digga. Mach eine Dono oder entspann dich, aber es geht nicht darum, im Stream zu grüßen. Luftiki, erstmal Dankeschön für 1,19 Euro. Dickes Küsschen geht raus. Denno, wirst du Ruin DLS von FNAF Security Breach spielen? Komm im Juli raus. Safe, Bruder. Mach ich. So, Lampe installiert. Bobby und ich warten. Lass skippen, Bruder. Wir wollen natürlich, Leute, wir wollen natürlich nur gucken, dass wir die Jumpscares provozieren. Vote mal raus. Perfekt. Was passiert, wenn der Timer später abläuft? Oh, Digga, geile Idee. Machen wir heute aber nicht. Vielleicht schon. Wir können mal gucken. Wenn wir alle Jumpscares voll haben, können wir gerne machen, Bro. Können wir gerne machen. Jetzt ist Yellow hier, Freunde. Und wir gucken mal, was passiert, wenn wir von Yellow gehandelt werden. Bobby, ich hab ihn. Ich hab ihn. Komm zu Purple Slayer. Yellow verfolgt mich. Wo ist Bobby, Leute? Yellow ist immer noch auf dem Vormarsch. Ich bin Lobby. Da ist er. Da ist er. Seht ihr das? Er hat ihn. Was? Wo bringt er ihn hin? Bobby, Junge! Wo geht's hin? Ich sehe es nicht. Wo bringt er ihn hin? Weg, raus aus der Map! Alter, Yellow hat ihn einfach. Da! Da ist er. Da ist sein Nest, Leute. Hier oben ist sein Nest. Da wird er zersmashed. Bro, wie krass ist Yellow? Okay, Yellow kommt. Ich lass mich mitnehmen. Leute, let's go. Mach nicht zu doll. Hä? Wir müssen einen sicheren Platz. Kommen wir aus dem Jumpscare raus? Ja, ich hab's geschafft. Ich bin rausgekommen. Ich bin rausgekommen. Ich bin auf der Hüpfburg gesprungen. Ich habe den Jumpscare überlebt. Ich habe ihn überlebt, Chat. Man kann es schaffen. Yellow, wer bist du, Junge? Ich weiß nicht, wer du bist, aber ist mir egal. Digga, wie holy moly. Ich hab's einfach geschafft. Nenn mich den Profi, Digga. Nenn mich den Profi. Sag, wie es ist.
Ich bin der, der die Rainbow Friends überlebt. Weißt, wie ich mein? Krank. Ihr habt einen neuen Trick gelernt. Jetzt lassen wir uns natürlich aber einmal komplett mitnehmen. Ultimativ, was man hier mittlerweile alles machen kann. Wie man da rauskommt, ne? Man kann springen, aber Leute, wenn ihr von hier springt, ohne sicheren Grund, seid ihr weg. Dann sterbt ihr. Deswegen, oh, ja, Vorsicht, hier kann man nämlich runterspringen. Auf entspannt, aber was passiert, wenn wir oben im Nest sind? Bobby, Bruder! Digga, der Jumpscare hat mich richtig hops genommen. Respawn. Okay, Bobby, lass die Gaskanister voll machen, auf entspannt. Leute, Yellow, beste Charakter momentan, sehr kranke Mechanik hat er. Ich bin ehrlich, also sehr, sehr positiv überrascht. Ich muss hier schnell weg, ganz schnell. Er folgt mir schon. Aber er folgt mir nicht auf meinen YouTube-Kanal, Leute. Er folgt mir eher auf Schritt und Tritt. Das ist das Problem. Okay, wir gehen runter. Ich habe das Gefühl, wir könnten... Ah, Purple Slayer ist auf jeden Fall empty, Bruder. Habe ich gerade eingesammelt. Bobby, auch an dich nochmal. Purple Slayer brauchst nicht mehr gehen. Okay, wir werden wieder verfolgt. Nightwatch. Ich bin einfach nur ein Karton, Bro. Ey, Brudi, flieg mich mal rüber. Flieg mich mal rüber, ich hab Bock. Let's go. Leute, jetzt kommt der Risky Move. Ich fliege mit Yellow über die Map, damit ich schneller sehen kann. Ah, Bobby, auf dem Weg dorthin ist auf jeden Fall noch was. Wir werden jetzt runterspringen. Und Leute, wir haben es geschafft, Easy Land. Und wir haben sogar Zeit gespart. Digga, das ist der Rainbow Friends Pro Move. Müsst ihr einfach auch mal überlegen. Damit seid ihr viel schneller. Also wenn Yellow kommt, er kann euch schneller an andere Orte bringen. Ist das nicht nice? Eigentlich schon eine sehr geile Mechanik, oder? Ich habe 3 Kanister, Bro. Ich habe 3. Ich habe auch, glaube ich, gleich noch einen 4. Ja, und ich habe noch einen 5. Let's go. Ich habe 5 Stück. Okay, Leute. Absolut krass, ne? Also mit, ich hätte nicht gedacht, dass Yellow so entspannt ist. Also man kann sich von ihm einfach sozusagen irgendwo hinbringen lassen. Das ist natürlich für die Schwitzer in Rainbow Friends, die absoluten Schwitzer, muss man schon so sagen. Aber erstmal jetzt die Kanister schnell wegbringen. Es wird kritisch. So, einmal hier rum. Der Laden rein, ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch ordentlich Münzen. Wie viel machen wir? Ich habe noch ein paar Robux am Start. Ich lade für 1,4 auf chillig. Während Bobby hier zurückkommt und uns gleich mal dann versorgt, machen wir nochmal so ein Birthday Package auf. Und ich bin gespannt, was... Ah, Digga, mit Effekt wäre richtig krass. Mit Effekt wäre krass. Ah, Bruder Schmutz. Widerlich. So, wir müssen jetzt diese Teile einsammeln. Xian ist jetzt auch dabei. Wir werden uns von Xian natürlich einmal holen lassen. Wir müssen allerdings auch den Timer im Auge behalten. Deswegen würde ich vorschlagen, wir sammeln erstmal kurz ein bisschen was ein, Bruder. Und der, ich habe schon 20 Wins. 20 Wins schon in Rainbow Friends. What the hell? Krass. Okay, komm. Lass erstmal so 2, 3 Stück zu. Ja, jeder so 2, dass wir so 5 Stück haben. Es sei denn, wir sehen Zielen beide zeitgleich. Dann können wir natürlich nochmal gucken, was wir machen. Aber. Vorsichtig. Nehmen wir mit. Wir werden Zielen gleich testen, Leute. Wir werden gucken, was kann der? Sieht der uns, wenn wir in der Box sind? Wie Green zum Beispiel. Der nimmt uns ja auch einfach aus der Box raus. Oder kann er uns riechen? Kann er uns. Oh, das ist nicht gut. Oder? Nein! Nein! Oh Gott! Oh verdammt, Leute! Ey, ich dachte, ich mache den Dribble-Move, ne? Oh Mann, F in den Chat, wenn ihr fühlt. Ey, nee. 30 Taler weg, ne? Da sind aber direkt 3 Köpfe sind hier. Okay, da hinten ist noch einer. Der coole Bobby Gaming hat sich den gerade geholt. Der muss halt warten. Ach, Leute, das war gerade sehr unlucky gewesen, ne? Aber was soll ich sagen? Ist ein bisschen blöd, aber naja, das passiert ja manchmal. So, gucken wir mal. Wir haben erst nur 3 Luckys gefunden. Usch. Kann man sich hierhinter verstecken? Es geht. Leute, man kann sich hierhinter verstecken. Yellow sieht einen nicht. Bobby, Weg ist frei. Auf entspannt. Okay, ich gehe mal mit Zipline rüber. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar von den Dingern finden, weil die Zeit läuft bald ab. Ich weiß halt nicht, ob das ganze Game dann halt gecrashed ist, Bro, ne? Man kann sich hier oben auf der Zipline ein bisschen bewegen, das geht. Oder jetzt wird's ein bisschen tricky. Ist ja ein bisschen vor Green, vor Blue's Castle, Bobby. Haben wir noch ein bisschen was.
Boah, Blue ist krass. Okay, Blue hat mich gespottet. Wir gehen weg, Leute. Wir gehen weg und gleich in den Duke-Modus. Ich glaube, dann hört er uns nicht mehr. Er läuft noch. Nee, wenn man geduckt ist, dann verlieren die die Fährte. Bei Sirenen darf man sich nicht bewegen. Es kann sein, dass sie laute Geräusche hört. Okay, das ist gut zu wissen. So, Sirenen kommt tatsächlich noch nicht. Der dürfte erst in der nächsten Runde kommen. Alright, ich habe den nächsten 7 weggebracht. Bobby, Alter, let's go. Ich glaube, es ist noch bestimmt einer irgendwo bei Blue im Lair. Bei Purple könnte es sogar auch möglicherweise sein. Ich guck mal unten bei Purple, Leute. Ja. Ich höre ihn. Da hinten ist er. Da ist der Kopf. Nimm ihn direkt mit. Wir moven out. Wir wollen nämlich hier wieder hoch. Und ja, bei Purple Slayer ist noch ein Kopf, Bobby. Bei Purple Slayer. Allerdings von der Seite, wo wir abgeben müssen, wenn du von da reinkommst. Nicht neben Blue's Castle, sondern wenn du von unserer Seite reinkommst. Oh Gott, Leute. Okay, wir haben ein Problem jetzt gerade. Wir haben ein bisschen Problem. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Wir gehen hoch. Green ist auch hier, ne? So viele Monster mittlerweile. Wir laufen einfach durch. So, Purple Slayer. Müssen wir nochmal rein? Was schreibt Bobby? Ich muss nochmal gucken. Was machen wir bei Orange Jumpscare? Bei Orange Jumpscare, gute Frage. Wir müssten eigentlich den Jumpscare von Orange mitnehmen. Ich glaube allerdings, dass er sich nicht so wirklich lohnt. Nur sollten wir das natürlich halt vom Ding her schon machen. Ich würde aber sagen, wir spielen schon bis zum Ende. Den Jumpscare bei Orange, weiß ich nicht. Wir können natürlich getrennte... Oh. Bobby, Bruder, das war ja ganz schön knapp bei dir jetzt gerade. Ich habe das Ding hier mitgenommen. Wir müssen jetzt die letzten holen. Ich vermute ihn in Blue's Castle, falls du noch nicht da warst. Abonniert, sonst kommt Sirenen zu euch. Safe. Okay, warte. Ich lasse mich von Yellow gleich einmal ein bisschen hier rüberfliegen, damit wir mal gucken, ob wir noch irgendwo was sehen können. Yellow, Bro, ich brauche mal ein Taxi. Dass Yellow aussieht wie ein Taxi, ist schon sass, ne? Er hat ihn, aber Green campt. Okay, Leute, Bobby hat den letzten. Sehr gut. Jetzt testen wir den Jumpscare von Sirenen, die Fähigkeiten von ihm und gucken, was er so kann. Leute, jetzt kommt Sirenen. Wir nehmen das Päckchen hier mit und geben das da schon mal ab. Hier drin im Medic House ist auch noch eins. Nehmen wir auch noch mal mit auf entspannt. Was hast du geholt, Bobby? Ich guck mal, wo Sirenen ist. Hey, Bruder, ich brauch ein Taxi. Ich brauch ein Taxi, Mann, let's go. Lass mich schauen. Sirenen kommt gleich zu dir in die Lobby, Bruder. Ich bin gleich da. Hey, Leute, wir müssen Hüpfburg, Digga, gut timen. Und runter. Ja, seine Arme. Die drehen sich so komisch. Wir sind runter durch. Ich komm. Bruder, es wird ekelhaft. Nein. Was? Xen konnte da nicht durch. Oh oh. Oh oh. Xen. Ruhig, ruhig, ruhig. Put, 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 put. Wir uns bewegen. Krass. Das ist möglicherweise der stärkste Charakter, den es hier gibt. 3 Rainbow Friends. Sirenen kann uns nicht töten. Geht nicht. Bobby, komm, zieh durch, Bruder, zieh durch. Leute, jetzt bin ich gespannt, wie er ihn frisst. Oh Gott! Alter, wie so ein Hündchen. Sirenen, was machst du da mit Bobby, Bruder? Ey, das ist doch nicht normal. Okay, nimm mich und iss mich. Einfach tot. Krank. Okay, das war auf jeden Fall wild. Leute, das war auf jeden Fall wild. 40 Diamanten hat das jetzt gekostet, uns wiederzubeleben. Also ihr merkt schon, das Experiment, was wir hier machen, es ist nicht günstig, ne? Ich werde jetzt mal, glaube ich, mich von Yellow transportieren lassen. Yellow, Bruder, ich brauche ein Taxi. Komm mal her. Ich brauche ein Taxi, Bro. Fahr mich mal.
Dankeschön, Brudi. Einmal über die Map, bitte, danke. Wir gucken, wo haben wir Milchpakete? Unter der Brücke habe ich keins gesehen. Bei Blue hundertprozentig. Bei Blue hundertprozentig. Ich habe hier echt noch keine Milch gesehen, ne? Kein Zucker, meine ich. Spring runter. Hat geklappt. Ziehen. Digga, der ist in der Hüpfburg drinne. Ziehen ist stuck in der Hüpfburg, Leute. Er ist stuck in der Hüpfburg. Was ist da? Leute, wer ist euer Favorit? Lasst ein Like da, wenn ihr sagt, Ziehen ist euer Favorit. Also ich muss sagen, das ist schon einer der Well-Made-Charakter. Aber auch Yellow hat eine sehr, sehr kranke Mechanik. Ich habe 3 Pakete, Bro. Nur zur Info, Bobby. Yellow, meinst du Orepo? Dona, was ist denn Dona? Oh. Einmal kurz ein bisschen verstecken. Yellow Taxi brauchen wir jetzt gerade nicht. Ey Leute, es sind schon wieder 1000 Zuschauer, ne? Ich liebe euch. Ich schwöre, ich liebe euch. Das ist Wahnsinn, was da momentan wieder an Support kommt. Schaffen wir heute mal wieder 1500 auf ganz geschmeidig, so auf locker. Einfach auf ganz locker. Wir haben jetzt die Jumpscares durch. Chat, ihr habt Entscheidungsgewalt. Sollen wir... Oh, bei Purple im Leer ist auf jeden Fall noch ein Paket, Bobby. Ich hole das gerade. 2 sind sogar da. Also ich habe 2 Pakete noch. Sollen wir uns von Orange fressen lassen und das ganze Game dafür losen? Oder sollen wir uns beim nächsten Mal testen? Eure Entscheidung. Oder sollen wir es beim nächsten Mal testen? Sollen wir uns holen? Also... kann einer von den Mods eine Abstimmung machen in meinem Chat? Egal, alle bei mir. Ja, Mann, ich hab gesehen. War Krise gerade. Beim nächsten Mal. Könnt ihr eine Abstimmung machen? Wir machen eine Abstimmung, warte. Ihr könnt abstimmen. Orange Jumpscare YOLO, sagen sie, ne? Oh, Digga, das wird eine knappe Entscheidung. Wir müssen aber kurz warten, Bobby. Lasst mal gucken. Also, wir können hier nicht zurückgehen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Dass wir nicht zurückgehen können. Lass uns mal vielleicht schauen, ob wir den Code hier irgendwo finden. Vielleicht sehen wir hier in dem Eingang oder so Richtung Orange Cave, was hier vielleicht codetechnisch noch so geht. Warte mal, können wir da irgendwie auf die andere Seite rüber, Leute? Geht das? Weil das ist komisch, ein komischer Weg, Mann. Der ist ein bisschen sass. Wir können mal da im Hintergrund gucken. Wollen wir mal reinschauen? Hier ist das Dynamit. Wir kommen da nicht hin. Okay, das ist natürlich schade. Was haben wir hier? Irgendwie ein Schalter oder so. Die Crystal Caverns. Orange Jumpscare, YOLO. Bobby, der Chat hat leider entschieden, dass wir uns umlegen müssen. Ne? Wir müssen leider jetzt draufgehen. Was ist hier? Oh, es fängt schon an. Können wir da ins Häuschen reingehen? Okay, wir gehen. Willst du... Oh, Digga. Geh du ins Kart davor. Geh du ins vordere Kart. Leute, wir gucken erstmal, was passiert, wenn Bobby Gaming reinfährt, ne? Zu Orange. Oh, jetzt geht's los, Digga. Jetzt geht's los. Schnallt euch an. Wir werden uns straight in Orange rein befördern. Das ganze Game, dieser Win, geht auf eure Kappe. Mark Orange ist ein Dino. Ja, Mann, Orange ist ganz cool, Digga. Aber ich mag ihn halt nicht so, wenn er gerade meine Kollegen ist, ne? Was soll ich sagen? Soll ich mit reinfahren oder nur Bobby? Weil bei mir werden wir wahrscheinlich... Du willst rechts lang? Okay. Wir fahren ihm hinterher. Schneller, Junge, schneller. Hey! Yo! Hey! Yo! Ja. Du, okay, ich fahr rein. Ich merke schon, ihr wollt, dass ich draufgehe. Alles entspannt. Kriegen wir hin. Sien ist ein richtiger Dino. Der erinnert mich irgendwie so an so ein, wie soll ich sagen, an so ein Insektenfresser. Ne? Hier ist eine Exit-Tür. Interessant. Okay, Leute. Bobby wird jetzt höchstwahrscheinlich von Orange als erstes gegessen. Ich sehe ihn nicht. Bobby ist nicht mehr hier. Wir fahren jetzt, glaube ich, alle unsere eigenen Runden. Setze Problem. Das heißt, wir müssen rein. Wir können nicht mal sehen, wie Bobby gefressen wird, Leute. Orange! Bruder! Nimm mein Kart! Iss mich!
Aber bevor es reingeht, geht's jetzt erstmal runter. Diese Achterbahn, ne? Diese andere Achterbahn für Kinder ab 0. Oh Leute, jetzt geht's los. Und nein! Ich scheiß mich ein, oh Gott! Oh Leute, wir sollen followen, aber machen wir nicht. Wir sind tot. Können wir uns wiederbeleben? Geht es? Bestimmt, oder? Ihr wolltet es sehen. Ich habe alle Jumpscares gemacht, Leute. Was soll ich sagen? War's das wert? Eher nicht so, ne? Ja, Leute, das war's mit einem Video zu Raven Friends 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gerade in Spanien, in Malaga, und ich hoffe, dass ihr das mit meiner Facecam nicht so übel nehmt. Ihr seht natürlich wieder die ganz normale Facecam, wenn ich wieder zu Hause bin. Lasst ein Like da, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat. Danke fürs Zusehen, dickes Küsschen. Dano out!